125 Jahre Paul-Ehrlich-Institut. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Meilensteine. 1896. Das Paul-Ehrlich-Institut wird als Institut für Serumforschung und Serumprüfung in Steglitz bei Berlin gegründet. Direktor wird der deutsche Arzt, Serologe und Immunologe Paul Ehrlich. 1899. Das Institut zieht nach Frankfurt am Main, in das neu eröffnete Königliche Institut für experimentelle Therapie. 1908. 1915. Paul Ehrlich erhält zusammen mit Ilja Mjetschnikow den Nobelpreis für Medizin. 7 Jahre später verstirbt Paul Ehrlich, der Begründer der experimentellen Medizin, der modernen Chemotherapie und der Immunologie. 1947. Das Institut bekommt einen neuen Namen. Paul-Ehrlich-Institut, staatliche Anstalt für experimentelle Therapie. 1972. Mit dem Gesetz zur Errichtung eines Bundesamtes für Sera und Impfstoffe wird das Institut zu einer selbstständigen Bundesoberbehörde. 1990. Das Paul-Ehrlich-Institut weiht sein neues Gebäude in Langen bei Frankfurt ein. 1996. Dem Institut wird die Zuständigkeit für Blut- und Blutzubereitungen vom ehemaligen Bundesgesundheitsamt übertragen. 2004. Das Paul-Ehrlich-Institut wird zuständig für Arzneimittel für neuartige Therapien, auch kurz ATMP genannt. Dies sind Arzneimittel, die auf Genen, Geweben oder Zellen basieren. 2005. Das Paul-Ehrlich-Institut wird designiertes WHO-Kooperationszentrum für die Qualitätssicherung von Blutprodukten und In-vitro-Diagnostika. 2013 wird das Paul-Ehrlich-Institut designiertes WHO-Kooperationszentrum für die Standardisierung und Bewertung von Impfstoffen. 2020. Forschung, Beratung, Prüfung. Das Paul-Ehrlich-Institut spielt in der SARS-CoV-2-Pandemie eine wichtige Rolle. Was mit einer Handvoll Mitarbeitenden begann, ist inzwischen zu einem weltweit anerkannten, international tätigen Forschungs- und Prüfungsinstitut mit über 800 Mitarbeitenden herangewachsen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat wichtige Grundsteine für die heutige Medizin gelegt, wie zum Beispiel moderne Immunologie. Paul-Ehrlichs Seitenkettentheorie erklärt das Prinzip der Immunität. Chemotherapie. Mit Unterstützung von Sahajiro Hata gelingt es Paul Ehrlich mit Salvasan erstmalig ein Arzneimittel zur Behandlung der Syphilis zu entwickeln. Wirksamkeitstests. Wirksamkeitstests, Potency Assays, standardisieren die experimentelle Wirksamkeitsprüfung im Labor. Auch in Zukunft wird sich das Paul-Ehrlich-Institut mit all seiner wissenschaftlichen Expertise für die Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität der Impfstoffe und biomedizinischen Arzneimittel einsetzen.